Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 7. So, ich habe noch Zeugs verkauft und ich war noch zum Wissensaustausch bei unserem Dane als Chemiehändler, der, ich glaube, nachts ist er in der neuen Stadt, tagsüber am Daneturm oder umgekehrt, keine Ahnung. Jedenfalls, der hat dann gesagt, dass diese, war es die Kristallkarte? Genau, und dass die Kristallkarte bei den Gorn ist. Und der andere Händler hat uns ja gesagt, dass er bei König Ulgar ist. Also, König Ulgar ist ein Gorn, also passt das irgendwie. Und ja, die andere Karte ist bei den T'Reng. Dann war ich noch zum Informationsaustausch bei Vater Rolar, der im Tempel in der neuen Stadt ist. Und ja, der hat eigentlich auch wieder dasselbe gesagt. Die meisten Karten haben wir. Und aktuell wissen wir von zwei, die wir nicht haben. Ja. Und deswegen bin ich jetzt nochmal in der neuen Stadt vor diesem Computer und ich habe die Hoffnung, dass wir dort diesen Comlink verwenden können. Einfach weil Communication Link klingt irgendwie nach so einem Gerät, so einem Abmodem oder so für so einen Computer. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Codes hatten wir ja schon. Wir kamen nur wegen dem Gerät wahrscheinlich nicht weiter. So, er steht direkt vor der regungslosen Maschine und versucht, ihren Zweck zu verstehen. An der Seite des kastenartigen Kopfes entdeckt ihr einen Schlitz, aus dem der Savant-Controller etwas herauszog, um die Maschine abzuschalten. Genau, das hatten wir ja gesehen. So, jetzt möchte ich zuerst mal dieses Comlink-Dingsbums verwenden. Ich glaube, das hatte ich Gerrit gegeben. Genau. Ihr schiebt das Comlink-Gerät in die Seite der Maschine. Aktivierungssequenz eingeleitet, Terminalverbindung eingerichtet, Fernzugriff bestätigt. Das klingt super. Bediener. So, wir hatten, genau, bei dem einen Code hatte ich davor Bediener aufgeschrieben. Und das ist die 02341A2. A2. So, wir sind autorisiert. Wir haben noch einen Code. Quellmodul. Zu dem anderen Code hatte ich nichts aufgeschrieben, aber wir machen das mal. Das war 01867C1. Null eins acht sechs sieben C eins, ja. Quellmodul nicht verfügbar. Fehlt uns noch ein Code? Terminalverbindung abgebrochen. Fernzugriff verweigert. Ich da was falsch aufgeschrieben? Ah, wir lassen dich mal kurz in Ruhe. Zum Glück habe ich die beiden Zettel noch nicht weggeworfen. Nee, so, da wird dann Schuh draus. So, Systemfehlfunktion, Warnung, Überlauf, Bediener. So, das ist das, was wir eingegeben hatten, das hat gestimmt. Und da steht auch Quelle, Bediener, tralala. So, Abbruchsequenz eingeleitet. Deaktivierungssequenz eingeleitet, Terminverbindung abgebrochen. Bediener. Ah nee, da steht nochmal eine andere Nee, das ist die Bedienernummer. Und da steht jetzt Quelle. Quelle, schwarzes Schiff, Brücke. Fernzugriff auf. Hä? Was ist mit der 08? Ah, da ist die. Bediener? Das sind beides Bedienernummer. Dann versuchen wir mal die andere Nummer. Am Anfang. Okay, was soll schon schief gehen, ne? So, dann nochmal vor.
So, dann müssen wir wahrscheinlich zuerst mal nochmal benutzen. Komm, Link. So, schieben wir rein. So, Fernzugriff bestätigt, Bediener. Dann machen wir jetzt mal die andere Zahl. So, autorisiert. Quellmodul. Dann machen wir dort jetzt das 02341A2. Null 23 41 A2. Quellmodul nicht verfügbar. Ich habe eine Verbindung abgebrochen. Mehr Codes habe ich nicht. Ich kurz überfragt. Also wir hatten ja diese Codes von diesen deaktivierten Savant-Typen im Keller in Nyktalynt. Aber eigentlich hat das Spiel ja gesagt, dass es alles mitgeschrieben hat, was die gesagt haben. Nochmal. Vielleicht müssen wir doch zuerst mal noch die Gegenpartei aktivieren, das Empfangssystem oder so. So, System. Ja gut, das ist, weil das ja schief gelaufen war bei den Dingern. So, Quelle, zentrales Sicherheitssystem, Zugriff, Bediener, tralala. Und wir konnten uns mit beiden Bediener-Nummern konnten wir uns autorisieren. Quelle, schwarzes Schiff, Brücke. Also müssen wir, glaube ich, eher. Wir sind ja jetzt nicht auf dem schwarzen Schiff auf der Brücke, sondern in der Stadt. Ja, zentrale Sicherheit. Das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt sind. Und das wäre dann die 018. Aber was will er dann wissen? Da müssen wir dann schwarzes Schiff sagen. Er gibt mir mal 3 Sekunden. Ich probiere da mal ein bisschen rum. Progress, Progress. Das hat wieder ein bisschen gedauert. Also als zweites muss man nicht diesen Code eingeben, sondern ich habe jetzt als erstes diesen 023er-Code eingegeben und dann steht ja in dem, auf dem Pergament dazu, steht ja dann auch irgendwas von Quelle, schwarzes Schiff, Brücke. Dann hatte ich das versucht, weil er eigentlich nach einer Quelle fragt. Und das hat aber auch nicht gepasst. Und dann habe ich wild rumprobiert, habe das auch nochmal auf Englisch versucht und hin und her und tralala. Und irgendwann habe ich das mal umgedreht und ich habe dann Brücke, also Po Ecke, schwarzes Schiff geschrieben. Und jetzt sagt er Quellmodul schwarzes Schiff Brücke. Egal, Hauptsache es geht weiter. Bereit. Okay. Quelle schwarzes Schiff Brücke. Optionen. Status, Log, Daten und Exit. Ich gebe mal ein S ein. Status, Monitor, Status, Orbit, Planet, Guardia, Lebenserhaltung, Grün, Sternantrieb, Grün, Primär-CPU, Grün, Hilfssystem, CPU, Grün. Schilde 98%, Phasertürme feuerbereit, Raketenbatterien feuerbereit, alle Systeme bereit. Okay, dann schauen wir uns mal das Logfile an. Logbuch, Zugriff beschränkt.
Zugriff verweigert. Quelle schwarzes Schiff. Ja gut, Logbuch haben wir keine Berechtigung. Dann schauen wir mal Daten. Daten. Daten, Schiff, Personal oder Exit? Schiff. Zugriff Schiffsdaten. Name. Also im Intro war von einem, ja, schwarzen Schiff die Rede. Ich schreib mal schwarzes Schiff. Keine Daten gespeichert. Hatten wir überhaupt mal Schiffsnamen? Hat doch in diesem Logbuch der T-Rang eventuell. Waren das Schiffsnamen oder nur Uhrzeiten? Schauen wir gleich. Wir machen es erstmal so weiter. So, Daten nochmal. Dann machen wir mal Personal. Zugriff Personaldaten. Name. Also dieses Schiff war ja was von den Dark Savant Leuten. Also den mit den Lehmlanzen. Und die ja wohl eher maschinell sind, als dass sie irgendwie Lebewesen sind. So, auf deren Schiff wissen wir, dass da auf jeden Fall diese Vi Domine war. Diese Dame, die wir auch zwischendrin nochmal getroffen hatten. Dann war da auf jeden Fall der Dark Savant. Der hieß, glaube ich, auf Deutsch, glaube ich, dunkler Gelehrter oder so. Und ansonsten waren da halt ein paar T-Rang. Sonst kennen wir da keinen. Wir versuchen mal das Mädel. Oder Nino wie Domina, oder? Name Domina wie Rasse humanoid weiblich, Clan unbekannt, Alter 24, Personenart instabil, Prodavikat vermeiden, Übersicht Experte extrem gefährlich, Kennzeichen Augenklappe rechts, Chroma-Handschuh, Kommentarsubjekt. Irgendwas? Wenn ihr etwas wollt, warum fragt ihr nicht? Von der Stimme erschreckt wirbelt ihr herum und seht eine junge Frau mit rabenschwarzem Haar und einer schwarzen Augenklappe. Seine ihrer Hände scheinen elektrische Funken zu sprühen und in der anderen hält sie ein weißes Schwert. Eure Spionageversuche waren alles andere als geschickt. Ihr überwacht gerade das System, als euer Dateizugriff stattfand. Ihr solltet eigentlich nicht hier sein. Aber ich auch nicht. Okay. Ich komme vom schwarzen Schiff des dunklen Gelehrten. Ja, so heißt er auf Deutsch. Er ist total verrückt geworden, bezeichnet sich als göttlichen Herrn des Universums oder so. Er redet dauernd über das Schicksal und seltsame Prophezeiungen. Und über eine allmächtige Kugel, die ihn in eine Art Gott verwandeln wird. Ja, das ist diese Sternenkugel. Das Astral Domine. Er sagte, dass er mich braucht, um es zu finden. Und dass ich etwas darüber wissen soll. Zuerst sah das Ganze nach einem tollen Abenteuer aus. Mit Stil durch die Galaxis, wisst ihr? Doch mit der Zeit wurde er immer besessener. Langsam wird mir die Sache unheimlich. Könnt ihr mich vielleicht mitnehmen?
Bevor ihr antworten könnt, materialisiert sich der geheimnisvolle Gelehrte direkt vor euch. Sofort zurück ins Schiff mit dir. Das junge Mädchen reagiert blitzschnell und aus ihrer leuchtend metallischen Hand schießt ein mächtiger Energiestrahl auf die riesige Gestalt zu. Der dunkle Gelehrte antwortet mit einem Funkenregen, der aus einem ausgestreckten Arm kommt und das Mädchen erschauert. Als sie schließlich zu Boden geht, seht ihr Funken und Rauch, Rauch aus seinem Helm aufsteigen. Augenblicklich greift er sich an den Hals. Mit übermenschlichen Kräften ergreift er ihre leblose Gestalt mit einer Hand, hieft sie in ein Hinterzimmer und wirft die Tür zu. Dann verschwindet er nach Luft ringend in einer blauen Lichtwolke. Die vergessene Maschine hinter euch gibt ein ungeduldiges Piepsen von sich. Zeitlimit überschritten. Keine Eingabe vom Benutzer. Automatische Abbruchsequenz eingeleitet. Terminalverbindung abgebrochen. Fernzugriff verweigert. War das jetzt wirklich so? Hat er die jetzt wirklich irgendwie hier im Nebenraum eingesperrt oder... An der Tür zu dem Raum, in dem das Mädchen wie ein Spielball hineingeschleudert wurde, blinkt ein rotes Licht. Durch das Fenster könnt ihr die zusammengesunkene Gestalt der einäugigen Kriegerin in der Ecke liegen sehen. Also es ist wirklich hier passiert. Ihr könnt nicht sagen, ob sie tot ist oder lebt. Falls sie lebt, wie lange noch? An der Tür zu dem Raum, in dem das Mädchen wie ein Spielball hineingeschleudert wurde, blinkt ein rotes Licht. Können wir das bitte aufmachen? Nee, können wir nicht. Vor allem die Tür, die war offen. Ich glaube, in dem Raum waren wir schon. Was machen wir jetzt? Kann man das mit dem Computer irgendwie steuern? Weil wir müssen die auf jeden Fall retten. Aber das war jetzt richtig Action. Und ich glaube, das Handbuch hat schon gespoilert, was wie Domina ihm helfen soll. Denn es gibt Gerüchte, dass sie ja die Tochter von Fum Zhang, dem Erschaffer dieser Welt, ist. Und dass sie irgendwie ziemlich viel Macht hat, aber ich glaube, sie weiß das nicht. So, wenn wir jetzt nochmal den anderen Code versuchen. (01867C1). So, wir sind autorisiert. Quellmodul. Tür? Dann lesen wir nochmal den Zettel durch. Terminalverbindung abgebrochen, Fernzugriff verweigert. Weil für irgendwas muss ja auch der zweite Code gut sein. Könnte dann halt so ein Admin-Code sein. Nee, du hast das da. Ah, nee, das ist das schwarze Schiff. Warnung, Überlauf. Ah, nee, dann ist Quelle zentrale Sicherheitszugriff. Und bei dem anderen stand schwarzes Schiff, Doppelpunkt Brücke. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich Zugriff, zentrale Sicherheit machen. Denke ich mal. Zugriff, zentrale Sicherheit. Klingt sinnvoll. Okay, kriegen wir hin. Als Hacker müssen wir noch ein bisschen üben.
So, dann Zugriff, zentrale Sicherheit. Das erstmal nochmal benutzen. Das da. So, jetzt drück die Daumen. So, Zugriff, zentrale Sicherheit. Quellmodul, ja, funktioniert. Zentrale Sicherheit, bereit. Standort, Fernkontrolle, Station 2. Quelle, zentrale Sicherheit, Optionen, Status, Kontrolle. Wir schauen zuerst mal Status. Sicherheitsstatus, Standort, Fernzugriff, Station 2, Haupteingang gesichert. Terminal, CPU aktiv, Sicherheitszelle gesichert. Ich denke, die Sicherheitszelle, das ist das, wo sie drin sitzt. Dann übernehmen wir die Kontrolle. Sicherheitskontrolle. Sicherheitssektion. Sicherheitszelle. Sektion deaktiviert. Quelle, zentrale Sicherheit, Optionen. Ich denke mal, dass das jetzt funktioniert hat. Machen wir Exit. Verbindung abgebrochen. Wir haben eine Verbindung abgebrochen. Fernzugriff verweigert. Ist recht. Ja, wir sehen immer noch die Gestalt. Ist die Tür aber jetzt offen? Ihr merkt, dass das Licht an der Tür zur Sicherheitszelle erloschen ist. Rein da. Hi. Das Sicherheitssystem ist offensichtlich abgeschaltet, also betretet ihr den Raum mit dem bewusstlosen Mädchen. Nach ein paar Minuten erwacht sie stöhnend. Mein Kopf. Was ist geschehen? Oh, ich erinnere mich. Er wird wiederkommen. Ohne mich kommt er nicht an seine heißgeliebte Kugel heran. Und ich brauche ein Schiff. Jetzt, wo er uns zusammen gesehen hat, wird er auch nach euch suchen. Unsere einzige Chance besteht darin, dieses Astral-Dings da von ihm zu finden. Die hat absolut keine Ahnung. Eine Art Abkommen mit ihm zu treffen. Vorausgesetzt, er ist mittlerweile nicht vollständig durchgedreht. Ich hörte, wie er sagte, dass es irgendwo auf einer kleinen Insel unter einer Art Leichenhalle befinden soll. Das passt zu einer Gruftinsel. Hier, nehmt das. Trian hat was bekommen. Es ist ein kleiner Peilsender, von dem ich euch orten kann. Wenn ihr diese Sternenkugel findet, können wir vielleicht endlich von diesem langweiligen Asteroiden verschwinden. Ich sollte jetzt besser zum Schiff zurückkehren und mit ihm reden. Ich sage ihm einfach, dass ich dabei war, ein paar Diebe zu stellen und dass das Ganze nur ein Missverständnis war. Schaut in der Zwischenzeit, ob ihr etwas entdecken könnt. Und wenn ihr dieses komische Astral Domine findet, drückt ihr den Knopf des Peilsenders. Wenn ich das Signal empfange, komme ich zu euch herunter. Und seht mal, ob ihr uns nicht eine Mitfahrgelegenheit auf einem anderen Raumschiff besorgen könnt. Doch vertraut bloß diesen Tarantelköpfen nicht. Die würden uns sofort ans Messer liefern. Damit meint sie wahrscheinlich die T-Ring. Übrigens, ich heiße Vital. Ja, hi. Doch jeder nennt mich Wie. Wie Domina. Also ja, Handbuch sagt, sie ist die Tochter von Fum Zhang, dem Erschaffer der Welt, der diese Astralkugel als Wegweiser zu dem Astral Domine hinterlassen hat. Und mit dem Astral Domine kann man die Welt zerstören oder erschaffen. Ja, mit diesen Worten berührt sie ihr Handgelenk und löst sich vor euren Augen auf.
Es wird eine Weile dauern, bis ihr vollständig begriffen habt, dass wie Domina euch mitteilen wollte, doch die Essenz des Ganzen ist klar. Der dunkle Gelehrte stellt eine große Bedrohung dar und die Zeit scheint knapp zu werden. Sie erwähnte eine Insel und eine Art Leichenhalle. Und vielleicht irgendwo dort, tief unten, die sagenhafte Kugel. Das Wichtigste jedoch ist, hier wieder herauszukommen, bevor dieser gepanzerte Wahnsinnige zurückkehrt. Ja, spielen. Ich wollte gerade rausgehen. Die Ordner sollten kein Problem für uns sein. Okay, das war richtig, richtig Action, richtig, richtig Story. Aber ich will trotzdem noch diese Karten organisieren. Wir wissen ja, wie wir zu der Insel kommen. Oder zumindest glaube ich zu wissen, wie wir zu der Insel kommen mit dem Schiff, das wir bekommen haben. Mit Hilfe der Bootskarte. Und wir haben ja noch die Kristallkarte. Und die Drachenkarte, die noch unterwegs sind. Ich würde mich jetzt in der Pause zuerst mal um die Kristallkarte kümmern, weil die soll angeblich bei dem König Ulgar, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls bei dem König der Gorn sein. Und ich denke mal, dass der immer noch auf seinem Thron rumhängt. Und die andere Karte soll bei einem T-Ring sein. Ja, bei den T-Ring. Keine Ahnung, wo das dann ist. Wir machen uns mal hier vom Acker. So, wir sind draußen, wir waren nie hier. Also ja, ich schau mal, was ich machen kann. Also, bis gleich.